Good morning in the morning. Moin Leute. Ja, es ist endlich soweit. Du dürfst einmal raten, was wir machen. Ja, wir haben Nummernschilder, sind mit Wasser ausgestattet. Am 31. Dezember um 9 Uhr morgens. Ja, nach 2 Jahren ist es soweit. Ich darf das neue Auto abholen, auf das ich mich wirklich sehr freue wieder mittlerweile. Es war eine kleine Odyssee jetzt noch zum Schluss hin, dazu aber dann nochmal irgendwie in einem anderen Video. Wir suchen unser Sharing-Auto gerade. Valentinskamp. Oh, shit, wir sind eine zu weit. Heute also in dem Video holen wir das Auto ab. Dann gucken wir uns das so ein bisschen an. Es werden noch sehr, sehr viele Videos kommen mit dem Fahrzeug. Es ist das stärkste Auto, was ich je besessen habe, stärker als jeden Verbrenner, den ich jemals hatte, schneller als jeder Verbrenner, den ich jemals hatte. Ja, es wird geil, es wird ziemlich geil. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich saß schon in dem Auto, aber ich bin noch nicht gefahren. Das heißt, es wird heute alles das erste Mal. Laura natürlich auch nicht. Du saßt auch schon mal kurz einmal drin. Es wird sehr spannend. Also abonniert auf jeden Fall, wenn ihr mehr sehen wollt mit dem Fahrzeug. Die einen oder anderen werden sicherlich schon wissen, worum es geht. Für die anderen wird es vielleicht, die etwas länger nicht hier waren, eine kleine Überraschung. Hier, da ist es, das neue Auto. Ui. Cool, wir haben hier auch noch einen Drink. Ja, das war das Schönes. Keine Ahnung. Ich will das jetzt nicht unbedingt anfassen. Lecker. Ja, vielleicht fragt ihr euch, warum wir denn Wasser dabei haben. Wir holen doch nur ein Auto ab in Hamburg. Wir haben schon von Berichten gelesen, da... So geht das. Der Motor ist an. Ich glaube, Rückwärtsgang ist auch rückwärts. Rückfahrkamera hat er nicht. Okay. Wow. Wait, was? Okay. Irgendwie schaffen wir das noch bis zum Irgendwie schaffen wir das. Navigationssystem versuche ich jetzt gar nicht. Schatz, jetzt hast du es gespoilert, was für ein Auto wir abholen. Naja, aber. Was für eine Überraschung. Ja. Hätte niemand gedacht. Ich meine, mit der Erklärung allein, dass wir jetzt Wasser mitnehmen, weil wir uns auch darauf einstellen, dass es etwas länger dauern könnte. Aber wir haben Berichte gelesen, dass Leute teilweise 2 Stunden warten mussten, bis sie dann ihr Auto entgegennehmen konnten. Hoffentlich nicht wir. Hoffentlich nicht wir. Wir haben extra den frühesten Termin heute am Samstag genommen, damit wir dem irgendwie so ein bisschen entgehen können. Ich mache da, Leute, schreibt da jetzt nicht in die Kommentare, wie das alles bei Tesla abläuft und so. Ich werde da nochmal ein Video machen, um das alles so ein bisschen aufzuarbeiten, weil ich weiß nicht, ob das dieses Jahr irgendwie besonders viel irgendwie schief gelaufen ist. Oder weil ich jetzt da einmal voll reingerutscht bin in dieses Chaos. Wir werden da nochmal ein Video zu machen. Also ja, mal sehen. Wir freuen uns jetzt auf das Auto. Also ich konnte im letzten Monat konnte ich nicht wirklich schlafen. Irgendwie jedes Mal, wenn ich ins Bett gelegt habe, ich gedacht, wie das sein wird. Jetzt ist der Moment gekommen, wo es endlich passieren wird. Wo ich das hier gerade sehe, guck mal, die haben ja ganz komische Gummimatten. Ja, falls ihr einen Tesla bekommt, falls ihr schon einen Tesla habt, Zubehör haben wollt, dann schaut mal beim shopfortesla.com vorbei und auch bei unserer Marke To Be Fair, wo wir nachhaltiges Zubehör für Autos produzieren in Deutschland, in der EU. Wir haben jetzt unser erstes Produkt auch, was ist hier mit dem Scheibenwischer? Ist der nicht Automatik? Wie geht das? Immer aus. Genau, wir haben unser erstes Produkt, was wir jetzt auch aus Polen beziehen. Das schreiben wir auch. Das sind jetzt Teppichmatten für das Model Y. Da könnt ihr vorbeigucken. Alle anderen Produkte sind jetzt aktuell nur aus Deutschland, aber das war immer klar, dass wir nicht immer alles nur aus Deutschland beziehen können. Und wir haben uns als Unternehmensziel festgelegt, dass es auf jeden Fall in der EU produziert wird und das halten wir entsprechend ein. Das Portfolio bei To Be Fair hat sich dieses Jahr echt erweitert, aber auch das, da werde ich nochmal ein Video machen, wo ich so an die Geschäftsentwicklung einmal eingehe. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal gedacht, dass wir das Model S auch gar nicht abholen können. Das ist immer ein Berg und Tal. Oh Gott, ihr merkt schon, ich bin nervös. Berg und Tal. Also, Überraschung! Ja, Überraschung. Ich werde nie wieder ein Auto bestellen und da gleichzeitig ein Video zu machen. Nie wieder. Ich habe vor 2 Jahren das Auto konfiguriert und hier auf dem Kanal auch ein Video dazu veröffentlicht. Okay, dann bestellen wir jetzt Model S. Wir kamen hier bei Tesla rein und hier stand halt ein graues Model S. Weiß wäre die Standardfarbe, die inklusive ist. Nee, wir bleiben bei Grau. Womit ich so ein bisschen gehadert habe in letzter Zeit, weil vielleicht wollte ich doch kein Grau. Ich habe früher alle Model 3s immer grau bestellt. Finde ich mittlerweile geil. Zweite Sache war, dass ich halt damals irgendwie die kleinen Felgen genommen habe.
Und wir bleiben auch bei den Standardfelgen. Also wir nehmen nicht die 21 Zoll Felgen. Die großen Felgen gefallen mir gar nicht so gut beim Model S, um ehrlich zu sein. Deswegen werden wir zum Sommer gucken, was wir hier für Felgen drauf machen. Auf die Felgen kommen jetzt die Winterreifen. So, aber dann, wie gesagt, ich kam hier rein, habe halt gesehen, okay, von diesem Wagen Farbe stimmt, Reifen stimmen. Nur die Sitze sind weiß. Das kann nicht unser sein. Geht nicht. Nein. Und dann haben wir da alles vorne am Tresen gemacht und die Dame, die da saß, ja, hat gesagt R4. Ich so, was ist R4? Ja, hier vorne Rondel, das vierte Auto. Ich so, 1, 2, 3, 4. Nein, das kann nicht sein, der hat weiße Sitze. Und dann bin ich hingegangen, habe geguckt, ob die Fahrgestellnummer gepasst hat. Hat gepasst, das war das Auto. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, sie hat auf die Rechnung geguckt, Innenraum weiß mit schwarz. Dann habe ich nochmal in der Bestellvereinbarung geguckt, Innenraum weiß mit schwarz. Ende der Geschichte. Es ist weiß. Es ist weiß. Ich habe es so bestellt. Hier kommen wir eben dazu, dass im Innenraum überall nur Carbon ist. Ich kann drei Farben auswählen. Das heißt, wir haben einmal schwarz, weiß oder beige. Und weiß ist das, was bei Twitter ist. Nur wenn ich hier mal umschalte, seht ihr, hier ist Holz bei dem Foto, was Elon Musk gepostet hat. Und hier ist Carbon. Keine Ahnung. Das scheint ein bisschen merkwürdig zu sein. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ja, und... Und ich freue mich. I'm very much excited. Ja, ich habe zwischenzeitlich auch mal irgendwo Bilder gesehen von dem weißen Innenraum. Hab mir gedacht, so, oh, das könnte mir auch gut gefallen. Ich habe bisher alle Autos irgendwie in schwarz gehabt. Ja, das stimmt. It was time for a change. Genau, jetzt haben wir ein weißes Auto. Das ist jetzt nochmal eine Überraschung am letzten Tag. Ich habe mich irgendwie immer gewundert. Ich habe halt auch, also wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die haben halt immer gesagt, was sie bezahlt haben, weil mittlerweile ja der Preis gestiegen ist und ich damals ja auch noch mit dem alten Preis bestellt habe. Und ich habe mich immer gewundert, warum mein Auto irgendwie teurer ist. Das sind die weißen Innenraumsitze. Jetzt wissen wir, warum. Genau. Wie gesagt, ich glaube, ja, ich komme damit klar und ich glaube, ich werde mich auch daran gewöhnen und ich glaube, ich werde es auch mögen. Aber das war halt eine kleine Überraschung, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Ich kann den sonst fahren und du nimmst das Model Y, der hat schwarze Sitze. Okay. Gucken wir mal. Okay, jetzt werden wir erstmal fahren. Übergeben bekommen wir jetzt mit 31%. Wir haben so ein paar Sachen aufnehmen lassen. Nichts, womit wir irgendwie nicht gerechnet haben. Ich freue mich jetzt aber aufs Fahren und das wird jetzt das Erste sein, was wir hier machen, dass wir einmal runterfahren. Jetzt erstmal Klima und bei mir ist Sitzheizung an, deswegen brüte ich gerade so. Klima aber aus. Achso, Schatz, möchtest du noch die Folie abziehen? Ja! Do it. Oui. Sehr gut. Da vorne auch. Ja, ich weiß. Warte. Ja, ich muss die Tür auf. Nee. Okay, das geht nicht mehr. Ich glaube, das ist alles. Es ist übrigens 10.52 Uhr und 10 Uhr hatten wir den Termin. Das heißt, ich muss noch die Karte, ich habe mein Handy noch nicht eingerichtet. Hier wartet auch gerade niemand. Das scheint heute recht entspannt zu sein. Mhm. Da haben wir uns auf Schlimmeres eingestellt. Wir haben 31% im Akku. Und dieser Swipe, das wollte ich was auch machen. Was ist das? Na, guck mal. So sagst du, was du vorwärts fahren willst. Das ist parken. Das ist rückwärts fahren. Nur so geht das. Du hast hier unten auch. Ich weiß noch nicht, wie die angehen. Treten zum Fahren. Soll ich? Nein, Babe, wir bleiben hier. Wir verbringen Silvester einfach hier bei Tesla. Oh mein Gott, wir fahren. Er fährt auch noch. Er fährt. Hätte gedacht. Ja, ein Glück. Das bin ich. Ein Glück. Sonst hätten wir den schieben müssen. Aber wie ruhig. Zwei Jahre drauf gewartet, meine Herren. Und es sieht. Okay, ich werde mich dran. Es sieht schon geil aus mit dem Weißen. Das ist nochmal was anderes. Und das Lenkrad bin ich sehr gespannt. Aber was ich bisher so gehört habe, kommen die Leute eigentlich damit klar. So, wir fahren mal zum Supercharger, würde ich sagen. Okay, bisher komme ich gut klar mit dem Lenkrad. Wow. Ja. Okay. Wir haben hier 1020 PS unterm Hintern. 1020
PS. Und der Wagen ist definitiv größer als das Model 3, was ich gewohnt bin. Darum, oh, ich wollte schon hier Blinker. Blinker ist aber so. Das sind aber so Muscle-Memory-Sachen, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Ich kenne das, wie gesagt. Ich kenne das, hatte ich, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt, zum Model S. Bei Lamborghini ist es auch so. Und bei Ferrari ist es auch so. Bei Ferrari ist es so, links drücken ist Linksblinker, rechts drücken ist Rechtsblinker. Bei Lamborghini war es hier so ein Schalter. Also ich kenne das am Lenkradschalten, habe ich schon mal gemacht in der Vergangenheit. Es ist halt nur wieder dran gewöhnen. Und ich werde nochmal auch dazu ein Video machen. Also ich bin kein Fan davon, immer pauschal einfach zu sagen, weil das Lenkrad jetzt komisch aussieht, dass es einfach schlecht ist. Sondern wir werden das sicherlich in 2-3 Monaten werden wir mal ein Video machen, wo ich über meine Erfahrung berichte, wie das denn mit dem Lenkrad funktioniert. Bis jetzt fühlt es sich innovativ und nicht innovativ, anders, intuitiv. Ne? Also man fässt ja ein Lenkrad so an und es ist ja auch die Position, die du in der Fahrschule gelernt bekommst und die jeder Rennfahrer anfasst. Ich möchte mich darüber jetzt nicht auslassen, dazu machen wir ein extra Video. Machen wir Pedale und Lenkung, Lenkmodus, wir müssen Platt, hallo. Hallo. Natürlich müssen wir hier, der war auf Spur, wir machen natürlich Platt gleich mal. Nur so wollen wir fahren. Oh, meine Güte. Vielleicht kannst du mir auch Bescheid geben, bevor ich eine Kamera ins Gesicht kriege und wir heute Abend Silvester im Krankenhaus. In der Notaufnahme. Okay. Ready? Ich halte es. Ready? Gute Säcke, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, es ist nass, er rutscht. Ja. Oh, Alter. Aber trotzdem, aua, Kopf. Also, es ich ist ich weiß halt nicht, was ich gefilmt habe. Ja, ja, ihr werdet schon was sehen. Es ist nass, ne? Er kam am Anfang nicht weg. Er hat aber dann später, als er irgendwie bei 70 war, da hat er nochmal richtig Druck gemacht. Ja. Es ist nass. Es ist sehr nass. Aber das... Ein wunderschönes, boah, Wetter. Aber selbst so ist das, oh, ja. So viel Power dahinter. Ja. Ich habe so ein bisschen so ein Mini-Loch in meinem Magen. Ja? Ich glaube, ich muss Easy Entry Mode nochmal einstellen. Guck, meinst mal du? Guck mal, aber ich kann jetzt den Touch-Display hier hinten bedienen. Ja. Ja. So, super. Ich kann von hier, ich kann von hier einfach mal Musik starten. Guck einfach Radio an. Wunderbar. Entstanden ist im Oktober 1964. Geil. Das geil ist die Sleeping-Position. Schön. Ja. Aber nett, dass man hier ein Display extra dafür eingebaut hat, wenn man hier so sitzt. Ja, aufstehen. Ja, guck mal, was hier los ist. Hier stehen nur Verbrenner. Das finde ich cool, wie das gelöst ist mit so zwei Streben, damit das am Ende so hochklappt. Und das Kabel ist verdreht. So, ja, wir laden hier mal. Vielleicht machen wir das nochmal in einem anderen Video, wo wir euch einmal zeigen, was der für Sachen hat. Also eine Sache, die auf jeden Fall gemacht werden muss, die Felge hat hier einen Ditcher. Die Spaltmaße sind okay, also da muss was gemacht werden. Okay, aber das ist auch krass. Wir sind bei 26% jetzt und er lädt mit 255 kW. Was ich aber zum Beispiel nicht finde, ist, wie ich hier auf Satellitenansicht wechseln kann. Nein, hier nicht. Display vielleicht. Display-Neigung, das ist geil. Ne? Also ich kann das Display jetzt zu mir neigen. Dann steht das jetzt so ein bisschen ab. Das ist cool. Ich habe auch noch einen Vorteil zu den weißen Sitzen. Die, aha, werden nicht heiß im Sommer. Nicht, yeah, so heiß wie die schwarzen. Yay. Das stimmt. Siehst du? It's awesome. Ja, wir werden ja auch mit dem Wagen sicherlich den einen oder anderen Roadtrip machen. Es muss doch irgendwie, ja, es gehen, muss irgendwo gehen. Man hat hier halt auch mehr Einstellungen, ne? Zum Beispiel Federung, was ganz cool ist. Man sieht halt, wie er komprimiert und der Rückstoß. Also es ist wirklich so eine, wenn man fährt, eine dynamische Anzeige. Das war immer, also wir haben auch ein Software-Update, ne? Der ist nicht auf dem neuesten Stand. Wir haben zum Beispiel noch kein Apple Music hier. Wir werden, dadurch, dass es jetzt regnet und ich euch irgendwie schwer zeigen kann, was halt nicht ganz so stimmt. Es sind, abgesehen jetzt eben von der Felge, wo halt ein kleiner Schaden ist, ist hinten die Steinschlagschutzfolie, die am Kotflügel angebracht ist. Die ist auch nicht ganz sauber. Da ist eine Blase drin, eine große. Sonst sind es tatsächlich einfach nur Spaltmaßthemen, die... Ich sag's euch, wie es ist, ne? Also klar, das hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen bei der... Gut, man hat damit gerechnet und eigentlich sollte es von vornherein nicht so sein, dass man damit rechnet, dass der Wagen nicht perfekt ist. Absolut, da stimme ich zu. Ich hätte natürlich gerne, dass Tesla das jetzt noch korrigiert, das sage ich auch. Ich denke, das wird auch möglich sein. Also die Türen, die Fahrradtür muss ein bisschen eingestellt werden. Also die, wenn man den Übergang oben hat von
vorderer Tür zur hinteren, fällt das bei der linken Tür ab, bei der rechten Tür steigt es auf. Aber so bisher, das Auto ist dann schon einfach sehr geil. Sehr geil. Und wir stehen jetzt hier und ich habe die ganze Zeit jetzt hier gefilmt und wir sind jetzt schon wieder bei 50%. Ja, auch an die weißen Sitze, ich werde mich gewöhnen. Ich bin jetzt cool. Wir werden hier sehr viel über das Model S Plaid berichten. Hoffentlich dann auch mal, wenn es trocken ist, dass man mal vernünftig Gas geben kann. Man hat aber schon gemerkt, dass also die Beschleunigung ist schon insane. Das, selbst bei der Nässe hat er ordentlich gezogen. Wir können gespannt sein. Warte, was ich jetzt nochmal testen wollte. Nee, ich hab keine Hupe. Ja. Ja, ja. Aber die hatten zwischenzeitlich, hatten sie auch hier die Hupe gebracht, aber nee, nicht. Die Hupe ist hier. Noch so ein bisschen rum zu experimentieren, auszuprobieren, rumzuspielen. Ich freue mich aber auf jeden Fall tierisch, dass das jetzt funktioniert hat, dass wir hier stehen können. Sicherlich werde ich jetzt hier bei dem weißen Interieur häufiger unser Tubifair Pflegeset verwenden. Was passiert hier? Auf einmal funktioniert das und wir haben Musik. Warum haben wir diese Musik? Was war diese Musik? War das Radio? Das war Radio, ja. Achso, aber es hat irgendwie perfekt geklappt, so auf einmal. Tudum. Ja, irgendwie hat er gerade nochmal neu gestartet. Das Tesla-Logo war da. Ja. Und jetzt ist hier unten auch alles. Ja, alles. Das heißt, das war eben alles noch gar nicht da. Das war jetzt erst nach dem Neustart da. Und er hat auch sofort auf Satellitenbild gemacht, weil das ist so, wie es auch im Model 3 und Model Y immer eingestellt hatte. Und das speichert er sich ja durch eben dieses Klar-Profil. Ich dachte, die Musik kommt auch von Tesla, weil er so perfekt dazu gepasst hat. Ja, okay, gut. Überraschung Nummer 2 heute. Wir wollen, und ich werde jetzt auch auf jeden Fall nochmal den FSD werde ich noch mal bestellen. Aber wir bewegen uns immer weg, weil wir sind nicht voll. Ah, guck mal, jetzt ist das hier unten auch. Stimmt. Das ist die, ich weiß nicht, warum das jetzt kommt, weil ich vielleicht zu lange auf der Bremse bin die ganze Zeit. Jetzt kann man nämlich hier auch sagen, ich möchte vorwärts fahren. Und dann muss man das nicht über das Display machen. Okay. Ja, schön. Also. Yes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert, wenn ihr mehr zum Model S Plaid sehen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.